Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 des Süßkringelmörders. Ist Ras jetzt noch dabei? Ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr gesehen. Warum passiert das immer genau dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann? Ihr solltet wirklich nicht in ein Haus einbrechen, in das bereits eingebrochen wurde. Wo ist denn euer Ehrgefühl, Rasumda? Ach, natürlich. Die schöne Finsternis. Halt! Naryu ist der Süßkringelmörder? Ras wäre traurig, wenn er euch jetzt töten müsste. Nun, ich bin eine Mörderin, aber nicht der Mörder. Und was macht die denn hier? Das hat nichts mit der Bruderschaft zu tun. Ras ist verwirrt. Sprecht mit Naryu, damit wir herausfinden, was hier vorgeht. Okay, machen wir sofort. Ganz gleich, wie schön die Finsternis auch sein mag, das Morgengrauen zerstört sie, sobald die Sonne endlich aufgeht. Okay, das heißt mit anderen Worten, Sehe ich da ein Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt wurde? Aber ja, ich glaube, so ist es. Willst du mich verarschen? Du bist eine Diebin und eine Mörderin und weiß ich nicht was. Und jetzt nehme ich hier was, was ja gar nicht deine Hütte hier gewesen ist. Du bist ja selber eingebrochen und da kriege ich wegen dir, blöden Kuh, jetzt hier Kopfgeld oder was? Ich glaube, das. Falls ihr und eure Kameraden von der Bruderschaft mir diesen Süßkringel geschickt haben, bin ich sehr enttäuscht. Ich dachte, ihr hättet inzwischen begriffen, wie wenig ich von Drohungen halte. Außerdem ist es schwer genug, in engem Leder gut auszusehen, als dass man mich auch noch mit leckerem Backwerk in Versuchung führen müsste. Wovon sprecht ihr, Naryu? Niemand wusste, dass ich an der Goldküste bin. Niemand außer euch. Plötzlich liefert jemand einen Süßkringel mit meinem Namen darauf aus und eine Notiz, die mein vorzeitiges Ableben ankündigt. Es sieht aus, als hättet ihr mich verraten. Gebt mir einen Grund, euch nicht zu durchbohren. Wir suchen nach dem Süßkringelmörder. Ich wusste nicht mal, dass ihr noch hier in der Stadt seid. Ihr seid also meinen Boten gefolgt und habt stattdessen mich gefunden? Seit ich diesen Drohsüßkringel erhalten habe, bin ich auf der Suche nach anderen Zielen, um herauszufinden, wer mich da kennt und warum man mich töten will. Nun, warum man mich diesmal töten will. Findet alles heraus, was uns weiterhelfen kann, ja? Wir stehen hier auf der gleichen Seite. Alle, die diese Drohsüßkringel erhalten haben, sind aus dem einen oder anderen Grund nach Anvil gereist. Es scheint mir, als ob der Mörder dort zuschlagen wird, wenn er klug ist. Um genau zu sein, bin ich gerade auf dem Weg dorthin. Niemand überlebt es, mich zu bedrohen. Dann führt uns unser Weg wohl auch nach Anvil. Kommt mir einfach nicht in die Quere. Ich werde aus eurer Rolle bei all dem immer noch nicht schlau. Aber wir haben in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet. Das sollten wir ruhig zu unserem Vorteil nutzen. Ich werde mich mit Ras besprechen, um sicherzugehen, dass er und ich einer Meinung sind. Wir treffen uns dann in Anvil. Ja, mit Kopfgeld, blöde Kuh. Ras Ohren sind schärfer als die eines Schattenwolfs. Dieser hat alles gehört, was ihr gesagt habt. Die Königin mag es nicht, wenn man mit Leuten wie Naryu Virjan zusammenarbeitet. Aber Ras sagt immer, je mehr, desto besser. Zumindest, bis wir den Süßkringelmörder haben. Na gut, dann würde ich mal sagen, dass ich mich jetzt aufmache zur Goldküste. Also sprich nach Anvil. Und wir die beiden dann dort wiedersehen. Ich werde aber unterwegs nochmal eben schnell mein Kopfgeld beseitigen. Bis gleich. So, ich habe 23 Gold fürs Kopfgeld bezahlt und ich bin beim Schneider, wo ich anscheinend einen von ihnen treffen soll, beziehungsweise hinterm Schneider. Wo versteckt ihr euch? Ich bin sicher, euer Lehrling ist nur weggelaufen. Das ist wahrscheinlich sowieso besser, wenn der Mörder auftaucht. Jarmir flieht nie beim ersten Anzeichen von Ärger. Beim zweiten ja, aber beim ersten, außerdem kommt sie immer zurück. Ras hat da ein schlechtes Gefühl. Das haben wir alle mal. Das ist unvermeidlich. Ich lasse meine Augen und Ohren in der Stadt nach ihr suchen, wenn es euch dann besser geht. Ras weiß das zu schätzen. Und die Leute sagen, ihr wärt eine eiskalte Dirne. Doch Ras sagt das nicht. Ja, und wir haben ein Buch, Die mysteriöse Meerjungfer von Anvil. Das ist vermutlich die Dame dahinter uns. Ich würde das nur gerne... So.
Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Gehört aber jetzt gerade nicht zur Quest, deswegen werde ich das jetzt nicht vorlesen. Ras. Warum gab Ras dem Elfenlehrling eine Waffe? Jetzt ist sie verschwunden und die scharfe Klinge lag einfach so am Boden. Naryu meint, sie wäre fortgelaufen, aber Ras weiß es besser. Wer auch immer Jarmir haben sollte, Ras wird ihn finden. Und dann wird er so viel Schmerz erleiden. Vielleicht unternimmt der Süßkringelmörder etwas gegen seine Ziele? Ras würde euch gern widersprechen, doch das kann er nicht. Naryu und Ras suchen die anderen Ziele, um sie in Engras Herberge zu verstecken, wo wir sie im Auge behalten können. In der Zwischenzeit hat Ras etwas, worum er euch bitten möchte. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Geht zurück zum Anfang. Sprecht mit Rehman, der euch angeheuert hat. Ras glaubt, er weiß mehr, als er uns gesagt hat. Geht zur Goldküstenhandelskompanie und findet heraus, was er zu verbergen hat. Tut ihm weh, wenn es sein muss. Sorgt nur dafür, dass er lange genug lebt, damit wir Jarmir finden können. Mach ich. Der ist aber noch im Quatsch, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ach nee, Goldküstenkompanie. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich habe mich da jetzt vertan. So, das ist nämlich da, wo ich gerne einbreche. So, die Frage ist jetzt nur, er ist auch da drin. Ist das bei euch so brav? Erlaubt mir, euch meinen zu zeigen. Dann müssen wir da jetzt auch nochmal eben einbrechen. Gut, dass ich Basti noch nicht rausgeholt habe. Ich war nämlich echt schon am Überlegen, ob ich den nicht wieder rausholen kann. Okay, der Typ ist ermordet. Und der ist höher. Wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, ne? Und der Typ schon tot ist, dann kann ich auch die Sachen hier alle mitnehmen. Was mich leicht irritiert. Oh, der Typ ist wieder da. Okay. Dann sollten wir vielleicht doch nach oben gehen. Sie ist auch da, aber wir müssen nach draußen. Wo ist er? Derjenige, der das heilige Instrumentarium des Schicksals verrät, lebt nicht lange genug, um sich der Früchte seiner Arbeit zu erfreuen. Das ist eure Schuld. Ich hätte euch niemals anheuern sollen. Was habe ich mir nur gedacht? Euretwegen hat der Mörder beschlossen, dass ich eine Bedrohung bin. Er schickte mir meinen eigenen Süßkringel mit einer Nachricht darin. Dann ritzte sie mich mit ihrer Giftklinge. Und jetzt sterbe ich. Euretwegen. Das Lustige ist, ich sehe gar keine Wunde. Der Mörder hatte euch auch im Visier? Ich habe sie auf einer meiner Handelsexpeditionen gefunden. Sie sprach von Visionen, wie sie ihr dabei geholfen haben, die Wellen des Schicksals zu formen. Verrücktes Gerede, aber nützlich. Versteht ihr? Ich konnte sie auf ein bestimmtes Ziel ausrichten, wie einen Pfeil. Dann brauchte ich nur noch loslassen und zuschauen, wie ihre Opfer starben. Der Süßkringelmörder arbeitet für euch? Nicht mehr, ganz offensichtlich. Ihr habt meinen Namen erwähnt, das hättet ihr nicht tun sollen. Sie weiß, dass ich sie verraten habe. Sie weiß, dass ich euch geschickt habe, um sie auszuschalten und dass ich meine Komplizenschaft vertuschte. Ich wusste es in dem Moment, als ich in Anvil eintraf und den Süßkringel auf mich warten sah. Ja, ich weiß, glaube ich, wieder, wer die Mörderin war. Sagt mir, wer die Mörderin ist und ich werde sie finden. Ihr habt sie bereits getroffen. Die Gärtnerin. Ja. Sie hat ein Bauernhaus. Südöstlich von Anvil. Aber dort wird sie nicht lange bleiben. Ich sterbe. Und das ist eure Schuld. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch hierfür nicht bezahlen werde. Rehman? Ja. Den nehmen wir auch mal eben mit. Aber dazu muss ich in die Hocke gehen, weil es nämlich sehr oft verbuggt ist und man plötzlich dann doch gesehen wird, wenn man hier was mitnimmt. Das heißt sehr oft. Also ich habe nicht erlebt, dass das mal geändert worden ist.
So, hier war noch ein Buch, genau. Der Wolf und der Drache könnt ihr euch auch wieder gerne durchlesen. Erstattet euren Verbündeten Bericht. Sind die immer noch hinten? Ich weiß es nicht. Ich sehe es gleich. Ja, die sind immer noch hinten. Dann reiten wir dahin. Ich wusste, dass wir Baron Montclair niemals hätten trauen dürfen. Ja, das ist so. Leute? Leute? Moment. Die sind gar nicht hier. Die sind in der Magiergilde. Sind sie auch nicht? Hier sind sie. Helft mir. Ich bin verzweifelt. Ja. Sind wir alle schon mal. Ras. Ras muss traurigerweise vermelden, dass wir nicht alle Ziele des Mörders finden konnten. Nur jene, die ihr hier in der Herberge vor euch seht. Der Mörder hat zugeschlagen. Ras spürt es in den Pfoten. Dieser hofft nur, wir können für die Sicherheit der anderen sorgen. Ich weiß, wer die Mörderin ist und wo wir sie finden können. Im Ernst? Ras ist beeindruckt. Habt ihr gedroht und geschmeichelt? Es war Rehmann, richtig? Wir können also ins Gasthaus gehen, uns betrinken und diese traurige Angelegenheit hinter uns lassen? Wartet, wartet. Rehmann ist keine Sie? Nein, Rehmann ist nicht der Mörder. Nicht unmittelbar. Es ist Luona. Die Gärtnerin? Kein Wunder, dass Ras sie nicht finden konnte. Aber wir verschwenden Zeit. Wenn ihr wisst, wer die Mörderin ist, sollten wir uns in Bewegung setzen. Tauchen wir den Süßkringelmörder in die bittere Milch der Gerechtigkeit. Was ist mit den Leuten hier in der Herberge? Ras würde ja versuchen, Naryu davon zu überzeugen, hier zu bleiben und auf sie Acht zu geben, aber er will kein Messer zwischen den Rippen. Wollen wir hoffen, dass das Glück den Tüchtigen gehört und wir die Mörderin aufhalten können, ehe sie herkommt, um die anderen zu erwischen. Okay, kann ich mit dir noch reden? Jetzt weiß ich, wie meine Kontrakte sich fühlen. Als hätte man ständig eine Zielscheibe auf der Brust. Ich habe gehört, was ihr Ras erzählt habt. Gehen wir zu diesem Bauernhof und machen wir dem Süßkringelmörder ein Ende. Kann ich auch noch mit dir reden? Ich habe mir euren Rat zu Herzen genommen und bin in der Gesellschaft anderer geblieben. Doch ich war etwas überrascht, als eure Gefährten mich aus der Kneipe holten. Ich dachte, ich wäre hinüber. Aber da bin ich. Gesund und munter. Ja. Nur den Bäcker sehe ich hier nirgendwo. Ja gut, und natürlich hier die Gefährtin vom also Gefährtin nicht, ne? Wir machen uns auf zum Bauernhof. Ich bin jetzt hier gerade. Achso, hier bin ich, okay. Kleine Orientierungsstörung. Ich weiß gar nicht, Moment. Nee, ich wusste es. Weil der Bauernhof ist nämlich hier in der Nähe. Trotzdem werde ich euch das Ganze rausschneiden und wir sehen uns gleich am Bauernhof wieder. So, wir sind so gut wie da und natürlich habe ich mich auch mal wieder komplett vertan, wo dieser Bauernhof lag, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Ras findet, dieser Ort ist zu ruhig. Ein guter Platz für einen Hinterhalt, ja. Mhm. Oh, das will ich sicher hoffen. Ich könnte jetzt einen guten Kampf gebrauchen. Ihr sendet sehr widersprüchliche Signale aus Naryu. Eben noch anbandeln und dann gleich wieder zustechen. Das ist sehr verwirrend. Nur weil ihr glaubt, es gebe da einen Unterschied, mein lieber Ras. Ras hasst in solchen Lagen die Ruhe. Die Ruhe endet niemals gut. Ras hofft nur, die Ziele leben noch, damit wir sie retten können. Wählt eure Schritte mit Bedacht, Schafkralle. Wo sind denn alle? Es war schon so still und leer hier, als wir ankamen. Nun, ehrlich gesagt, haben wir noch keines der Gebäude überprüft. Ras wollte auf euch warten. Es will doch niemand die eigene Feier verpassen, ja? Sobald ihr bereit seid, können wir mit der Suche beginnen. Ich bin bereit. Oh gut, Ras hat sie gefunden. Ah!
Ach, Leute, kommt doch mal ein bisschen schneller zu mir. So nicht, Nayu. Du stirbst mir hier nicht weg. Waren das alle? Nee, natürlich nicht. Hallo. Warum war das gerade so am Haken? Zu viel Blut wurde vergossen. Ihr habt gewonnen. Das weiß ich. Also steckt die Waffen weg und kommt herein. Okay, mache ich sofort. Ich gehe nur noch mal kurz hier gucken. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass man... Ja, genau, hier was finden konnte. Eine Nixada hat mich angestiftet. Könnt ihr euch wieder gerne durchlesen? Ich dachte zwar eigentlich, es wäre ein Buch gewesen, aber okay. Ich nehme natürlich auch alles andere zum Lesen an. Schauen wir hier nochmal. Hier ist nur noch das. Gut, da war auch nichts mehr. Gehen wir mal rein. Hier ist auch nichts zu lesen, ne? Nö. Ich wusste, ihr würdet mich finden. Die Schicksale haben es mir verraten. Doch der Ausgang ist ungewiss. Es liegen viele Pfade vor uns. Okay, der Bäcker ist schon mal gefunden. Noch mehr Vorhersagen vom Süßkringelmörder? Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich diesen Namen hasse. Ich bin eine Schicksalsträgerin. Eine der wenigen, die sehen können, was die Zukunft bringt, um dann etwas dagegen zu unternehmen. Jedes meiner Ziele hatte das Potenzial, ungeheures Unglück auszulösen. Ich habe sie aufgehalten. Wollt ihr damit sagen, eure Opfer waren so böse, dass sie sterben mussten? Gut und böse sind für meine Visionen nicht von Belang. Mir geht es allein um die Taten dieser Leute. Jede sorgt für eine Welle, die sich durch die Zeit ausbreitet, bis sie sich zu einem Unglück hochschaukelt. Märkte brechen zusammen, berühmte Anführer sterben, eine Königin wird verraten. Ich musste sie aufhalten. Den Händler, den Bäcker, den Lehrling der Augen? Doch was ist mit Nayu? Ihr Schicksal ist wohl das Schlimmste von allen. Ihre Tochter wird die Welt in Brand setzen. Oder sie selbst. Die Zukunft ist ein unsteter Fluss. Ich habe meine Flucht und meinen Tod gesehen. Beide sind derzeit möglich. Und je eine dieser Möglichkeiten wird von einem eurer Verbündeten vertreten. Doch die Wahl liegt bei euch. Warum sollte ich euch laufen lassen? Um diese Leute zu retten, natürlich. Wenn ihr mich laufen lasst, gebe ich euch das Gegenmittel für das Gift, das nun durch ihre Adern strömt. Oder ihr tötet mich und lasst sie sterben. Die Wahl liegt bei euch. Besprecht euch mit euren Verbündeten und lasst mich danach wissen, wie ihr euch entschieden habt. Boah, das ist aber eine ganz, ganz miese Erpressung. Ras hat den Unsinn gehört, der aus dem Mund der Mörderin kam. Warum denken wir überhaupt darüber nach, mit dieser verrückten Dunkelelfin zu feilschen? Um das Leben der Leute zu retten, die sie als ihre Ziele ausgewählt hat? Nun ja, das wäre ein Anfang. Ras hat seine Meinung geändert. Man sollte Verhandlungen in Betracht ziehen. Wir müssen alles tun, was wir können, um für die Sicherheit dieser Leute zu sorgen. Außerdem können wir die Jagd immer noch an einem anderen Tag fortsetzen. Glaubt ihr, wir können ihr vertrauen? Nein, nicht mal ein klitzekleines Stückchen. Doch Ras denkt, dass eine Gelegenheit, Unschuldige zu retten, besser ist als überhaupt keine Gelegenheit. Ras sagt, wir lassen sie leben. Bin ich leider auch für, aber was sagt Nayu? Ich kann nicht glauben, dass ihr auch nur darüber nachdenkt. Hört ihr nicht, wie verrückt das klingt? Doch, deswegen frage ich ja, was sie sagt. Ich schätze, ich kenne eure Meinung schon. Verdammt richtig, die kennt ihr. Sie ist so verrückt wie eine aufgeknackte Schlammkrabbe. All ihr Gerede über Schicksal und die Zukunft. Und was sie zu mir gesagt hat, ich habe keine Tochter, ich hasse Kinder. Das wird niemals geschehen, wie man es auch dreht und wendet.
Luna muss sterben. Was ist mit den Leuten, auf die sie es abgesehen hatte? Was soll mit denen sein? Sie wird wieder töten. Und sie wird uns nachsetzen. Sie glaubt, dass wir die Welt verwüsten werden. Wenn wir jetzt diese Handvoll Leben retten, wie viele andere wird sie später rauben? Ich sage, wir beenden lieber ihr Leben und belassen es dabei. Ja, leider ist das das, was ich mir auch schon gedacht habe. Deswegen bin ich da so ein bisschen im Zwiespalt. Also, es gibt ja diese einfache Matheaufgabe. Opfert man in diesem Fall 2 Leute, um ganz viele zu retten? Weil keiner kann wirklich sagen, dass die irgendetwas machen. Klar, es kann sein, dass sie mal eine Tochter bekommt, also Nayu jetzt. Es kann auch sein, dass wegen ihrer Tochter, die sie vielleicht mal bekommt, sie die ganze Welt in Brand setzt. Das kann auch passieren, weil sie halt doch schon mal ein bisschen emotional ist. Sie haben aber noch nichts verbrochen bisher. Ist immer so eine Sache, ne? Möchte man die Leute sterben lassen oder möchte man die Leute nicht sterben lassen? Ich persönlich möchte nicht, dass sie jetzt auf Nayu losgeht, aber ich weiß, dass wir Nayu wieder treffen werden. Im Prinzip egal, wie man sich entscheidet, würde ich mal sagen. Und ich möchte ehrlich gesagt auch die beiden hier retten. Und ja, werde mich in diesem Fall dann wohl erpressen lassen. Nayu hat recht, wisst ihr? Die Schicksalsträger werden ihnen nachsetzen, ihnen allen. So machen wir das nun mal. Doch selbst wenn es nur eine winzige Chance gibt, diese Leute zu retten, könnt ihr dann riskieren, sie nicht wahrzunehmen? Könnt ihr? Die Schicksalsträger werden ihnen nachsetzen. Aber sie hat doch gerade noch gesagt, sie ist einer der wenigen, die das halt vorhersehen kann. Ich weiß, was wir tun müssen. Dann raus damit. Lasst uns nicht zappeln. Welchen der möglichen Schicksale habt ihr euch entschieden, die Gunst zu erweisen? Also die anscheinend vom System gewollte Antwort ist, ich stimme Ras zu, gibt uns das Gegenmittel und ihr bleibt am Leben. Es ist schwer, bin ich jetzt ganz ehrlich. Auch wenn es nur ein Spiel ist, aber also wenn man sich so vorstellt, so eine Entscheidung wirklich treffen zu müssen, also im wahren Leben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch im Spiel vielleicht schon entschieden habt oder wie ihr euch entscheiden würdet. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet, wenn das jetzt alles real wäre. Es würde mich auch mal interessieren. Würdet ihr 2 Leute opfern, um sie dann im Endeffekt zu töten? Viele andere natürlich noch zu retten. Allerdings wird der Nächste kommen und wieder Jagd machen. Oder würdet ihr die Leute retten? Und das ist jetzt meine Ambition. In der Hoffnung darauf, weil wir jetzt alle Bescheid wissen, dass irgendwie ja Verbündete von Ras oder wie auch immer sich derer annehmen können und die versuchen können zu beschützen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde jetzt leider Ras zustimmen und das Gegenmittel annehmen, in der Hoffnung, dass es auch das wirkliche Gegenmittel ist, wovon ich jetzt mal ausgehe. Grundsätzlich, so böse es klingt, würde ich 2 Leute opfern, um viele zu retten. Das ja, aber ja, aber ich hoffe immer noch, dass sie dann vielleicht irgendwo was sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist sehr lange her, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe, dass die irgendetwas sagen, dass die jemanden abkommandieren oder so, der sich um deren Sicherheit kümmert und wirklich auf die aufpasst. Deswegen, ich stimme Ras zu. Gebt uns das Gegenmittel und ihr bleibt am Leben. Ich akzeptiere eure Entscheidung und werde mein Wort halten. Ich begleite Rasumdar und gebe ihm das Gegenmittel. Wir wollen euch hier nie wiedersehen. Das kann ich nicht versprechen. Es ist meine Bürde, die strengen Vorgaben des Schicksals auf mich zu nehmen. Und diese Last hat ihren eigenen Willen und ihre eigenen Ziele. Doch fürs Erste kehren wir nach Wardenfell zurück. Zu unserem Schrein des sich wandelnden Schicksals. Interessant. Es scheint, als ob wir uns dort wiedersehen würden.
Ich kann mich nicht dran erinnern, gerade sie wiederzusehen. Aber ja, in Wadenfell ja. Ich werde mein Wort halten und Rasumdar zeigen, wo das Gegenmittel ist. Und Ras wird euch von hier verschwinden lassen. Aber nächstes Mal eher nicht, denkt Ras. Ihr Leute seid unglaublich. Wie könnt ihr eine Mörderin einfach so davonkommen lassen? Ras kann keine Unschuldigen sterben lassen. Ist euer Herz wirklich so kalt, Naryu? Keine Sorge, Assassine. Wir sehen uns wieder. Wir treffen uns im Verzaubererladen, sobald diese Sache vorbei ist. Ich dachte, ihr würdet mich hierbei unterstützen. Da sieht man, wie gut ich hell sehen kann. Ach, Naryu. Ihr habt sie leben lassen. Ich dachte, ich würde euch besser kennen. Heute wurde niemand gerettet. Wir haben die Schlacht nur auf einen anderen Tag verschoben. Geht einfach. Ich muss ohnehin zurück nach Wadenfell. Ich habe wirklich genug von dieser verflixten Küste. Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Ras bekommt jetzt das Gegenmittel und wir treffen uns im Zauberladen. So, die sind wahrscheinlich oben. Ras freut sich, vermelden zu dürfen, dass die verrückte Dunkelelfin ihr Wort gehalten hat. Sie hat für das Gegenmittel gesorgt und die angedachten Ziele gerettet. Ras hätte das ohne eure Hilfe nicht geschafft, meine Freundin. Aber wir haben den Süßkringelmörder davonkommen lassen. Ja, Ras gefällt das auch nicht. Die Morde an den Beratern der Königin bleiben ungesühnt. Trotzdem glaubt Ras, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber diese Schicksalsträger, bereiten sie euch auch so viel Sorge wie Ras? Darum müssen wir uns wohl später irgendwann noch kümmern, denke ich. Ras mag, wie ihr denkt. Jetzt werden die Lehrlingselfin und Ras nach Hause zurückkehren und ihre Ausbildung fortsetzen. Dieser fragt sich, ob Naryu und die anderen jemals wieder wirklich in Sicherheit sein werden. Wardenfell klingt wie ein gefährlicher Ort, der nun nur noch gefährlicher geworden ist. Falls die Schicksalsträger zurückkehren, müssen wir einfach bereit dafür sein. Ras wünscht euch viel Glück, meine Freundin. Wardenfell liegt ein wenig außerhalb meiner Gerichtsbarkeit. Wenn sie sich im Dominion zeigen, wird sich Ras um sie kümmern. Doch in den Landen der Dunkelelfen, das ist das Ärgernis von jemand anderem, ja? Ja, und wir haben eine unidentifizierte Halskette von Sitis Berührung erhalten. Bewegung, kleiner Lehrling. Und vergesst ja nicht Ras Lieblingsbürste. Es wäre eine Tragödie, wenn dieses schöne Fell verfehlt. Also dafür hatte ich mich sicher nicht gemeldet. Ja, und damit ist dann auch diese Quest zu Ende. Ich werde sie definitiv in zwei Teile cutten, also wundert euch bitte nicht. Und ja, ich sehe gerade hinter mir, ich glaube, hier liegen Süßigkeiten drauf, auch nicht schlecht. Wenn ich mich richtig erinnere, und das war natürlich die perfekte Überleitung im Endeffekt, die wir jetzt gerade gehört haben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Wadenfell wieder. Da gibt es dann erstmal den Start mit der Hauptquest. Also da zeige ich euch, wo ihr die Hauptquest beginnen könnt. Und es gibt noch eine Nebenquest, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, die müssten wir dann selber suchen, weil die beginnt dann mit den... ja, ich sag mal, den Assassinen von Morrowind. Die heißen etwas anders, ich komme gerade nicht drauf. Wir werden aber erstmal mit der normalen Hauptquest starten und ja, ich kann nur sagen, das wird eine lange, lange Reise für uns werden in Morrowind. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.